So, hallihallöchen, liebe Freunde, zur nächsten Folge, zur neuen Folge Deponia. Die letzte Folge, die konnte ich leider nicht ganz genauso gut vorstellen wie diese hier, denn da waren wir mitten im Dialog, weil mir mitten im Dialog Deponia abgekracht ist. Deswegen muss ich das Ganze nochmal in einem Stück aufnehmen. So, in der letzten Folge ging es darum, wohin wir denn reisen wollen. Und ja, schwimmender Schwarzmarkt, hier sind wir derzeit. Potterfisco. Drei Fragezeichen, drei Fragezeichen. Fahren wir erstmal dahin. Das sieht Eisberge. Eisberge sieht nach Polkappe aus. Gehen wir mal dahin. Tuka tuka tschüt tschüt, tuka tuka tschüt tschüt. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. So, was haben wir denn hier alles? Ein Schlauch. Das ist ja fast schon so aufregend wie ein Piratenschatz. Nicht, dass ich einen Piratenschatz erwartet habe. Schneehaufen? Im Kuwak hat es nie geschneit. Wenn ich Wenzel einseifen wollte, musste ich ihn immer unter einem Vorwand in Tonis Tiefkühlfach locken. Ah, schön. Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Okay. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Ja, oder Goal. Das wäre auch süß. Die Baby Goal einzuseifen. Klingel? Nordpol? Er hält sich offenbar für den coolsten. Oh ja. Das Schild ist größer als der Pol. Na und? Polarstern. In Kuwa konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Wäre von Vorteil gewesen. Alle Astronomen von Kuwa werden es dir danken, Rufus. Jetzt sind sie dank dir arbeitslos und können sich stattdessen neuen Aufgaben widmen. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht. Transportables Feuer. Mist. Ein Feuerzeug. Warten wir doch mal. Ding dong. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Vor allem hier am Pol. Am Südpol würden ja Pinguine die Pizza liefern, aber hier reden wir doch mal mit Boso, dem alten Piraten. Alles klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Kann die Kiste nicht schneller fahren? Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donnergol nie ein. Red nicht so über meinen Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Boso, aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus, wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Mit demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwin. Schön. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Potterfisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Wie nett. Darf ich mal fahren? Darf ich mal fahren? Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Okay. Ich glaube, da stimmt was mit deiner Heizung nicht. Ich glaube, da stimmt etwas mit deiner Heizung nicht. Wenn dir kalt ist, nimm einen Schluck Tee. Aber Vorsicht, er ist sehr heiß. Puh. Wenn Vorsicht wirklich so vorbildlich ist, warum weiß man dann nicht, wer der Vater der Porzellankiste war? Geil. Zurück an die Arbeit, Matrose. Los, Deckschrubben. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was?
Das grenzt ja an Molkerei. Euter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Ja, vor allem Krawalgo. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie sie die Meuterei anzettelt und mit einer Radschlosspistole und einem Chromsäbel in der Hand oder im Entermesser hier die ganze Bude mal ein bisschen aufmischt. Scheiß Kopfkino. Nehmen wir doch. Genau, Goal. Ja, yeah, zeig mal deine Muckis. Vorsicht, der Tee ist heiß. Höre ich da eine Herausforderung? Nein, ich... Au! Verdammt! Ich habe dich ja gewarnt. Wir haben doch genau Eis. Eistee. Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung. Und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt hatte. Und da war sogar noch Mayo dran. So, jetzt können wir den Tee süffeln. Was ist das eigentlich für ein Tee? Genau. Nierentee. Du solltest aber nicht zu viel davon trinken. Wieso? Ich habe eine außerordentlich große Blase. Jetzt sollte es gehen. Tu es nicht. Der Tee ist... Heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch... Dünn. Oh oh. Das ging fix. Es stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Der hat doch... Okay, alles klar. Rufus der Wildbiesler. Schön. So, und nun, liebe Kinder, heute lernen wir eine neue Lektion in der Rubrik Wie benehme ich mich gut? Wir saufen fremde Leute Tee weg. Zweitens, wir fahren an den Nord- oder wahlweise auch Südpol und pinkeln dort die ganzen Eisblöcke zu nieder. Oder Eisberge oder was man auch findet. Wenn man einen Eisbären findet, kann man das auch machen. Die sind sogar so schön flauschig und lieb, die helfen einem dann noch auch gleichzeitig, damit man schnell wieder auf sein Schiff kommt oder wo auch immer man hergekommen ist. Denn sie laufen einem nach, liebe Kinder. Fackel? Er hat bestimmt nichts dagegen. Nein, der ist... Ich wollte eigentlich meinen Namen schreiben, aber bei der Kälte kann man einfach nicht so gut zielen. Aha. Nicht bevor er sich die Hände gewaschen hat, dieses Ferkel. Musst du gerade sagen, Rufus. Also beim Pinkeln Hände waschen ist doch mal Ehrensache für einen Kerl. Vor allen Dingen, wenn eine Dame anwesend ist. Gut, sie hat nicht zugeschaut, weiß es daher nicht, aber trotzdem. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. So. Radar. Gehen wir doch mal nach Porta Fisco. Epische Musik bei der Reise ins Unbekannte. So. Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Tja, was haben wir hier? Ein Stromumkehrer. Ach, ich schnall ab. Ein lustiges Mädchen, ein nicht so ganz glücklicher Kerl, eine Goal, ein, was ist das, drei Fragezeichen, ein Gulli, ein Goon, ein Goon, ach so, ja, ich erinnere mich an eine sehr, sehr schöne Episode von meiner Testwoche her.
da habe ich ganze 5 Minuten lang durchgelacht und diese Stelle 5-mal wiederholt. Gefühlte. Aber das gönnen wir uns später. So, ich muss euch doch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Gehen wir mal zuerst zum Wahrsager. Okay. Ach nee, schauen wir erstmal da rein. Schauen wir mal da rein. Aber davor nehmen wir den Stromumkehrer mit. So. Ach ja. Zoll. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Was haben wir hier noch? Obere Aufstiegsstation. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. So reicht. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Oh. Ah, wir haben Fackel. Feuer. Rufus hat Feuer. Muhahaha. Sowas, glaubte ich, sagt er dann. So, brennendes Fass. Rufus haben Feuer! Ein bisschen offenes Feuer im Mantel hat noch niemandem geschadet. So, und jetzt schon mal, ob wir da nicht einfach ein bisschen Abhilfe schaffen können bei dem Reifenberg. So, hallo lieber Organon. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Und der liest da ganz ruhig seine Zeitung weiter und die sehen das nicht. Okay, dann ziehen wir uns mal schnell. Huch, okay. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. What? Ich hab da bloß durch Zufall draufgeklickt und den mitgenommen. Ja, okay. Tschüss. So, gehen wir mal. Ich bin gerade verwirrt. Gehen wir mal zu dem rein. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal, du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Bist du so eine Art Hellseher? Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Okay, du machst jetzt Partnerberatung. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Ach, das ist mir neu. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat's mir. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird's mir gelingen, die Welt zu retten? Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Okay, wir müssen Ihnen das Tagebuch klauen.
Warum wohnst du in einem Zelt? Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Deponia wird gesprengt werden. Ich sehe es vor mir. Eine düstere Macht greift nach Deponia, zersprengt es in seine Einzelteile, um eine Handvoll Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Kristallkugel hat gesprochen. Huck. So, ich will deine Bananen nicht. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will dich nicht länger stören. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Gut, was haben wir hier noch? Der Kopf erinnert mich irgendwie ein bisschen an Monkey Island mit der Wahrsagerin hier drinne. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Okay, was auch schön ist, die Folgen von einer Katastrophe, zum Beispiel, wenn Deponia gesprengt wird, dann macht es sehr viel Sinn, sein Hab und Gut schnell zusammenzupacken, weil wenn der ganze Planet auf einmal Schutt und Asche ist und in seine einzelnen Atome zerlegt wird, dann wird es mit Sicherheit sehr viel nützen, wenn er seine Habe mit sich hat. So, und wir wollen seine Bananen nicht. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Ich will aber nicht. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Nein, ich kann dagegen. Na los, nimm sie, greif zu. Nein. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Nein, wir haben die Bananen gestohlen. Nein. Wir haben die Bananen gestohlen. Wie können wir nur? So, jetzt gehen wir mal zum Kai und schauen mal, was da draußen jetzt vor sich geht.